Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Bevor ihr euch wundert, warum es jetzt auf einmal im Gegensatz zur letzten Folge hell ist. Ja, ich habe versucht gehabt aufzunehmen und bin, beziehungsweise ich habe aufgenommen gehabt und bin bis da hinten, bis zu den Scavengern hingegangen, die hier wieder gespawnt sind. Aber ich habe den Fehler gemacht, nicht zu speichern. Und dann, anstatt dass ich aus Versehen, also ich wollte eigentlich einen Cut machen, hier Aufnahmen kurz pausieren, und bin anstatt auf den Pausieren-Knopf, auf den Streaming-Knopf gegangen. Und ich kann hier aus dem Dings hier nicht, also aus Gothic 2 kann ich hier nicht raustappen. Und musste dann wirklich das Spiel beenden. Und dann den Stream, damit ich den Stream beenden konnte, weil ich jetzt keinen Beenden-Button für den Stream hier habe. Warum auch immer eigentlich. Den müsste ich mir eigentlich einrichten. Und ja, das war der Fehler, weswegen, und ich musste dann alle Entscheidungen nochmal neu machen. Aber ich habe eine Entscheidung mehr gemacht. Nämlich, dass wir schlafen gehen, dort in, im Tempel. Dass wir dann den frühen Morgen wieder helllichten Tag haben. Aber das ist der Fehler, den mir unterlaufen ist. Ich würde aber hier jetzt einmal, nur um sicher zu gehen, speichern. Nicht, dass ich jetzt gleich gegen die Scavenger wieder drauf gehe. Weil das sind 5 Scavenger hier. Und ich war so doof und habe alle auf einmal angegriffen, weil... ja, die Aufnahme werde ich auf jeden Fall wahrscheinlich wegmachen müssen. Aber ich bin wirklich aus Versehen auf den Dingensknopf, auf den Streaming-Knopf gegangen. So, jetzt kommen die beiden. Ja, aber ein paar Meter weiter. Ich habe gegen 5 gleichzeitig hier gekämpft gehabt und bin gestorben und hatte nicht gespeichert. Das war das. Das war der Fehler, den ich gemacht habe. Da sind auch nochmal wieder welche. Oh, wie schön. Das ist halt wieder Skillpunkte. Das gefällt mir wieder. Aber ich wollte jetzt eigentlich zurück nach Purines. Zumindest hatte ich das in der letzten Folge angekündigt. Aber wenn hier alle wieder da sind, würde ich hier nochmal vielleicht alle abmurksen gehen. So. Ein bisschen Gesundheit haben wir jetzt verloren. Aber wir hatten auch irgendwann in einer der letzten Folgen hier Äpfel gekauft und die würde ich mal essen wollen für die Gesundheit, weil die geben ja auch einen Bonus. Schmeckt saftig und frisch. Ich weiß nur nicht, wann die einen Bonus geben. Genau. Aber erstmal. Na komm, wir gehen alles abmurksen, was wir finden. Wir brauchen die Punkte. Und die Quest müssen wir auch noch irgendwie erfüllen, erledigen. Hier sind jetzt keine Lurker gespawnt, oder? Oder war es nur... Ich weiß nicht wo. Also, es wäre schön, wenn hier jetzt ein bisschen mehr irgendwo irgendwas gerespawnt wäre. Damit wir mehr Punkte sammeln können. Lernpunkte brauche ich auf jeden Fall. Oder Feldräuber. Hier habe ich irgendwas gehört.
Glaube ich zumindest. Oder habe ich es mir nur eingebildet? Ah, sogar springen, okay. Ja, es war auch viel zu lange her, wo ich die letzte Aufnahmesession gemacht hatte. Dass ich die Steuerung erstmal vergessen hatte. Okay, es ist aber jetzt nicht überall was neu gespawnt. Und da haben wir wieder so ein Kreuz. Ich will wissen, wie man graben kann. Was war das? Ah, Feuernessel. Was war mit ihm nochmal? Garn. Warum schaust du so ernst? Warum schaust du so ernst? Du trägst unseren Aquamarinring. Du gehörst zum Ring des Wassers? Allerdings. Endlich wieder ein neues Gesicht in unseren Reihen. Und was ist deine Aufgabe beim Ring des Wassers? Was ist deine Aufgabe beim Ring des Wassers? Ich halte für uns den Eingang zum Pass im Auge. Wer reingeht und wer rauskommt. Seit die Paladine das Tor zum Pass verschlossen haben, tat sich da allerdings recht wenig. Mhm. Schon etwas von den vermissten Leuten gehört? Natürlich. Deswegen sollten wir ja auch alle die Augen aufhalten. Aber um ehrlich zu sein, habe ich noch nicht sehr viel davon mitbekommen. Okay, Was kannst du mir beibringen? Kommt darauf an, was du wissen willst. Zähnerang. Komm, mach nur. Das Einfachste, was du Tieren entnehmen kannst, sind seine Zähne. Du fährst mit deinem Messer in seinem Maul um das Gebiss. Dann trennst du es geschickt mit einem Ruck vom Schädel des Tieres. Hm, okay. Das heißt, wir könnten... Und was macht die Jagd? Was macht die Jagd? Das letzte Tier, das ich erlegen konnte, war eine große Ratte. Nicht sehr ermutigend und schlecht fürs Geschäft. Seit ein paar Tagen streift so ein schnaubendes Tier in der Gegend herum. Es tötet nicht nur alles, was sich bewegt. Es stört mich auch bei meiner Arbeit. Ich glaube, ich sehe das da hinten. Okay. Wahrscheinlich das da hinten. Der Drachensnapper. Ich sehe mich aber noch nicht so weit, die erledigen zu können. Vielleicht bin ich auch aber auch nur ein Feigling. Kann auch sein. Aber bisher habe ich noch nichts Neues erfahren. Aber mega zu wissen, dass hier mehrere Leute, die wir finden können, zum Ring des Wassers gehören. Hauptsächlich eher so Leute mit Namen. Die heißen alle Bauer. So. Malak. Hey! Überarbeite dich nicht. Überarbeite dich nicht. Ich werde mich bemühen. So, Banger. Hey, du! Die Miliz ist weg und Balthasar kann wieder auf dein Land. Die Miliz ist weg und Balthasar kann wieder auf dein Land. Wieso? Weil ich es gesagt habe. Hm. Na gut, wie du meinst. Soll er sich hinter dem Feld eine Stelle mit seinen Viechern suchen? Ah, nice. Bleib senkrecht. Bleib senkrecht. Du auch. Okay, also das haben wir auch schon erfüllt. Okay, nice. Hab jetzt nicht so erwartet. Meinst du, mir wird es besser? Bauer, okay. Jetzt müssen wir erstmal Balthasar wiederfinden. Ich habe jetzt nicht erwartet, dass es so einfach ist, also dass wir das meiste schon irgendwie erledigt hatten. Okay, also ich muss öfters mal den Leuten hinterhergehen. Alle. Aber jetzt will ich, hier war doch irgendwo ein Weg. Hier, ne, was war das? Degen der Banditen. Noch ein Degen mit einem F drauf. So, und hier waren ja auch noch Banditen in einem Lager. Genau. Ich würde noch einmal versuchen, gegen die anzutreten. Ich speichere mal jetzt auf die 4. Würde ich jetzt noch einmal versuchen, gegen die hier anzukommen. Jetzt bist du dran. Vielleicht bin ich jetzt stark genug. Oh, der Bogenschütze.
Komm. Okay, machen wir noch einmal. 4 hatten wir gemacht. Wie war das nochmal mit dem Waffenwechseln hier? Konnte ich auch so. Bin ich auch in der Lage zu treffen? Da muss ich näher ran. Ich bin zu doof zum Treffen, wirklich. Nee, ich will den da in der Mitte. Dann den. Wieso treffe ich den nicht? Genau den will ich treffen, der ist auch am nächsten. Ich bin zu doof für die Armbrust, wirklich. Versuchen wir es nochmal so. Ich mach dich fertig. Ich lock die mal ein bisschen weg. Dass wir vielleicht nur einen erstmal gegen uns haben. Okay, oder 2 geht auch noch. Hä? Der liegt ja noch. Okay, das haben wir geschafft. Legen der Banditen. Gold nehmen wir mit. Noch ein Degen. Der hatte Sumpfkraut dabei. Das speichere ich jetzt mal. Dann können wir den einen, der da alleine ist, einmal uns drum kümmern. Gegen den da. Nice. Haben wir es endlich geschafft. Gucken wir uns hier mal um. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Heilpflanze, nice. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Noch eine Heilpflanze und Blauflieder. Wolfsfell. Ich sehe hier gerade. Dem Himmel sei Dank. Die Banditen sind erledigt. Du hast mein Leben gerettet. Wer bist du? Wer bist du? Mein Name ist Elfrich. Ich komme aus der Stadt. Meister Torben hat mir erzählt, dass du verschwunden bist. Diese miesen Kerle haben mich hierher verschleppt und mich hier gefangen gehalten. In der Stadt werden eine Menge Leute vermisst. In der Stadt werden eine Menge Leute vermisst. Von Vermissten weiß ich nichts. Ich kann dir nur das sagen, was mir widerfahren ist. Und was genau ist dir passiert? Was genau ist dir passiert? Ich war auf dem Weg zu dem Treffpunkt, den ich mit meinem Mädchen ausgemacht hatte. Ihr Name ist Lucia. Wir hatten den Plan, in die Berge zu verschwinden, weg von der Stadt und allen, die dort leben. Ich war gerade am Treffpunkt angekommen, als plötzlich einige dieser Banditen aus dem Dickicht kamen und uns beide gefangen nahmen. Ich habe mich natürlich gewehrt, aber es half nichts. Es waren einfach zu viele. Du hast sie nicht zufälligerweise gesehen? Lucia leider nicht. Erzähl mir von Lucia. Erzähl mir von Lucia. Ein Mädchen aus dem Hafenviertel. Sie hat für diesen Fiesling Bromor gearbeitet. Sie ist sehr hübsch. Und was wollten die Banditen von euch? Was wollten die Banditen von euch? Manchmal konnte ich sie nachts belauschen. Ich habe nicht alles verstanden, aber ich glaube, sie wollten uns versklaven. Wohin wollten sie euch bringen? Wohin wollten sie euch bringen? An einen Ort hier irgendwo auf der Insel Korinnes. Aber ich denke, man kommt nicht ohne Schiff dorthin. Sie haben mich zu einer Anlegestelle an die Küste gebracht. Dort lagerten einige Piraten. Einer der Banditen ging voraus, um mit den Piraten zu verhandeln. Es gab ein heftiges Streitgespräch zwischen ihnen. Ich glaube, dass der Bandit mit mir zusammen von den Piraten übergesetzt werden wollte.
Die Piraten sind aber nicht darauf eingegangen. Kurzerhand haben sich die Banditen hierher zurückgezogen und seitdem saßen wir hier herum. Sie schienen ziemlich ratlos zu sein. Und dann bist du gekommen. Wo ist diese Anlegestelle der Piraten? Wo ist diese Anlegestelle der Piraten? Sie ist nicht weit vom Hafen von Korinis entfernt. Wenn du auf der Kaimauer stehst und aufs Meer hinausschaust, musst du nur in ein Boot steigen und rechts die Küste entlang fahren. Die erste kleine Bucht, die du dort findest, das ist die Anlegestelle, die ich meine. Piraten in Korinis? Piraten in Korinis? Ich weiß nicht sehr viel über sie. Bei der Anlegestelle habe ich das erste Mal überhaupt einen von ihnen gesehen. Sie halten sich immer im Hintergrund. Jeder von ihnen ist ein gesuchter Verbrecher in Korinis. Sie haben Angst vor dem Galgen. Deswegen wirst du niemals einen von ihnen in der Stadt antreffen. Okay. Bromor sagt, Lucia hätte eine goldene Schale mitgehen lassen. Bromor sagte, Lucia hätte eine goldene Schale mitgehen lassen. Tja, wenn Lucia wirklich Bromor bestohlen hat, dann werden die Banditen ihr das Ding abgenommen haben. Okay, und wo ist Lucia jetzt? Auf der großen Feldkreuzung vor Onas Hof haben sich unsere Wege getrennt. Die Banditen haben Lucia in den Wald hinter Sekops Hof verschleppt. Innos möge sie beschützen. Du solltest machen, dass du wieder in die Stadt kommst. Was denkst du, was ich mache? Ich gehe direkt zurück zu meinem Meister Torben. Wirst du nach den Banditen suchen? Ja, ich denke schon. Wenn du Lucia finden solltest, bring sie sicher in die Stadt, ja? Ich werde sehen, was ich tun kann. Okay. Ein Wagfell, nice. Ein paar Felle. Okay. Den ersten Vermissten haben wir gefunden und mit den Vermissten hat das also schon mit den Dingen hier zu tun. Gibt es hier noch ein paar Pflanzen oder sowas? Gibt es hier noch irgendwas zu suchen? Lauflieder? Ich habe hier... Warte, da war was. Wieder Lauflieder? Wahrscheinlich in einem der Truhen. Ist was. Okay, aber den ersten haben wir. Gibt es hier auch noch was? Weil... ist immer irgendwie irgendwo irgendwas versteckt. Ja, die Toten haben wir ja schon erledigt. Also die... Da ist ja auch noch was vergraben. Da ist ja auch noch ein X. Wieso ist hier überall was vergraben? Hier sind überall diese Xe. Aber schade, dass ich hier jetzt nichts finde. Kein Geheimnis oder sowas. Weil die waren schon recht stark. Und dass ich die Truhen nicht öffnen kann. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Den habe ich ja schon gelootet. Da ist nichts zu holen. Ich speichere das jetzt mal, weil da sind wir schon relativ weit jetzt gekommen. Und wie viel brauchen wir noch für die nächste Stufe? Noch ein bisschen weniger als 5.500. Kriegen wir hin. Vor allem jetzt, wo wir den Ring des Wassers bei uns tragen, können wir eigentlich jeden nochmal anquatschen, um zu gucken, wer alles dazugehört. Da kriegen wir auch jedes Mal irgendwie Erfahrungspunkte. Und wo war Sekops Hof? An der Kreuzung zu Sekops Hof. Also ich glaube, die Lucia ist tot. Gehe ich mal von aus. Oder wir finden wirklich alle Lebenden. Also alle leben wieder. Was ich aber eher auch bezweifle. So, dann sind wir jetzt aber auch erst einmal wieder hier. Mal gucken, wer von den Banditen hier jetzt, also von Liesleuten... alles zum Ring des Wassers gehört. Hier, fester hey, vielleicht? Hey, du! Nee, den will ich nochmal verprügeln. Söldner. Sentenzer. Und wie läuft's?
Hier kommen selten Leute vorbei, aber bisher hat noch jeder bei mir seinen Wegzoll gezahlt. Hm? Sag mal, ist das ein Gesicht oder ein Hintern da vorne in deinem Kopf? Nee, komm. Glaubst du wirklich daran? Ich werde mich. So, was ist mit Raoul? Wir haben sonst alles im Griff? Sonst alles im Griff? Willst du dich jetzt bei mir anbiedern oder was soll das werden? Hau ab! Ich glaube nicht, dass ich da. Ich habe noch nicht vergessen, was du mit mir gemacht hast. Von mir erfährt keiner. Das werde ich gerne wiederholen. Ich habe mir das schon gedacht. Gunnar? Das ist wirklich nicht. Wie sieht's aus? Wie sieht's aus? Du bist jetzt auch einer von den Söldnern, ne? Ja. Die Söldner kamen von überall her. Die Söldner kamen von überall her? Ein Großteil kam aus der Strafkolonie. Eine weitere Gruppe von Söldnern kam aus dem Süden. Sie haben dort wohl Orks gejagt. Und ich wette, es sind auch mittlerweile ein paar Banditen aus den Bergen hier und lassen sich durchfüttern. Okay. Das höre ich zum ersten Mal. So, Rott. Hey. Kann ich mit dem noch anquatschen? Wie sieht's aus? Wie sieht's aus? Du bist jetzt einer von uns, Kleiner. Wir machen das schon. Kannst du mir beibringen, wie man Zweihandwaffen? Kannst du mir beibringen, wie man mit Zweihandwaffen umgeht? Ich bin zwar kein schlechter Kämpfer, aber ein guter Lehrer bin ich deswegen auch noch nicht. Aber ich denke, ich kann dir die Grundlagen des Zweihandkampfes beibringen. Ich will mich im Kampf mit Zweihändern verbessern. Okay, bei ihm kostet es genauso, aber... Ach komm, ich lass das mal. So... Dauer. Ich bin ganz froh. Hodges? Kann ich bei dir Waffen kaufen? Ich hab nicht viel. Die Schwerter und Äxte bringen mir fast alle in Onas Haus. Das hat er doch vorher. So. Ich hab hier ein paar Sachen, die ich verkaufen kann. Wie, Allerdings schon sehr. Gerannt, als ob Bilja hinter ihm her wäre. Normalen Degen. Ich hab mir das schon gedacht. So, die mit dem F, die habe ich vor, woanders hinzusetzen. Sag nicht, das hast du nicht gewusst. Den Bogen. Das ist wirklich nicht mein Problem. Ich glaube nicht, dass sich daran was ändert. Essen behalten wir. Der Überseehändler will der Arak. Rapierter Ring. Er ist gerannt, als ob er ja selbst hinterher wäre. Es war genauso, wie du. Hier, die Dinger. Denn das Rudelführer, das behalte ich mal. Weiß gar nicht mehr, wen man noch glaubt. Der kann ich verkaufen. Den, das. Seltsam aussehender Fisch behalte ich mal. Ich weiß nicht, wofür wir den noch brauchen werden. Hier die Knochen. Von mir erfährt keiner. Das, meine Meinung das. Will ja keiner hören. Dann silberner Ring kann auch das weg. Das höre ich zum ersten Mal. Haben wir ein bisschen Geld verdient. Das war doch klar. So, Cypher. Hey. Weiß gar nicht mehr, wen man. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Klar, bedien dich. So, grobes Schwert. Hier erfährt keiner. Noch mehr Ärger kann ich nicht. Wie sieht's eigentlich wegen Bodo? Ich wäre mir da nicht sicher. Ich erzähl dir doch nichts Neues. Ich will meine Fähigkeiten verbessern. Das will doch keiner mehr für mich gewusst. Ah, okay. Ich hab mir das kostet auch wieder so viel. Vieles habe ich einfach vergessen. So, Bauer, Bodo. In der Stadt ist von Bauernaufstand die Rede. Unsinn. Wir machen nichts außer das, wofür wir hart gearbeitet haben, zu verteidigen. Das ist eine schlimme Sache. Es ist doch so. Der Krieg wird auf dem Rücken der Bauern ausgetragen. Er hatte das nicht. Aber Ona ist nicht mehr bereit zuzusehen, wie der König uns ausblutet. Ich wundere mich aber gar nicht. Ich weiß gar nicht, warum. Und wie steht's? Wie steht's? Gut. Wenn du ein paar Milizen siehst, brat ihnen von mir auch eins über, ja? Ja, okay, kann ich mich hier irgendwo ausruhen? Wenn du einen Platz zum Schlafen suchst, geh in die Scheune. Aber leg dich nicht aus Versehen in das Bett eines Söldners. Ona sorgt zwar dafür, dass sie uns Bauern in Ruhe lassen, aber mit Fremden, die nicht zum Hof gehören, machen die Söldner, was sie wollen. Wo hast du das denn schon wieder her? Ja, okay, habe ich zumindest erfüllt. Söldner. Und Ona hat mir auch schon einmal gequatscht. Ich wundere mich aber gar so, nicht. So, wie sieht's mit Khalid aus? Welche Waffen hast du anzubieten? Nur die besten. Sieh sie dir doch einfach an. Mhm. Das war doch klar. Grobes Bastardschwert.
Drachenjägerarmbrust, die hätte ich gern. Also komm mir nicht so. Das höre ich zum ersten Mal. Aber die kann ich momentan nicht mal tragen. Wir haben ihn natürlich doch noch gekriegt. Gibt's auch so davon? Drachenbogen brauche ich nicht. Ich will keinen Bogen, ich will schon die Armbrust. Ich glaube nicht, dass sich daran was ändert. Wird sich das jemals ändern? Wie sieht's mit meiner Stärke aus? Ich habe Stärke 77. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Meinst du mir? Hier 75, leichter Zweihänder. Noch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. Wie sieht's aus, Lee? Ich komme aus dem Minental. Ich komme aus dem Minental. Die Burg dort wurde von Drachen angegriffen. Also doch. Laris hat erzählt, dass in der Stadt Gerüchte über Drachen kursieren. Ich habe es nicht geglaubt. Was ist mit den Paladinen? Die sind ziemlich dezimiert worden. Gut. Vielleicht denkt Lord Hagen jetzt noch einmal über mein Angebot nach. Und wenn nicht, ich weiß langsam nicht mehr, was werden wir einen anderen Weg finden, hier wegzukommen. Das ist doch alles nur geredet. Okay, das hatten wir aber schon mal. Ich habe mir das schon gedacht. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Wir könnten aber auch einmal mit Torben quatschen, weil wir Elridge spielen. Hier erfährt keiner was. Man weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben kann. Aber ich finde super, dass wir gerade einige Quests hier schon irgendwie nebenbei. Was noch was anderes ausgetroffen? Cypher hat mir erzählt, es wäre ein Paket Sumpfkraut gestohlen worden. Cypher hat mir erzählt, ihm wäre ein Paket Sumpfkraut gestohlen worden. Hast du was damit zu tun? Nein. wo ist das Paket? Wo ist das Paket? Was weiß ich? Ich prügel es aus dir raus. Entspann dich. Ich bin viel zu dicht, um mich mit dir zu prügeln. Hier, nimm erst mal einen tiefen Zug. Und wo ist das Paket? Wo ist das Paket? Was weiß ich? Machst du auch noch was anderes? Machst du noch was anderes, außer zu rauchen? Zurzeit nicht. Was, wenn ich jetzt mir nochmal mit Cypher quatsche? Muss ich wirklich aus ihm rausbügeln? So, hey, Cypher? Du! Ich weiß, wer dein Kraut gestohlen hat. Ich weiß, wer dein Kraut gestohlen hat. Wer? War es dieser Bodo? Nein, es war einer von den Söldnern. Dar. Dieser Dreckskerl. Wo ist er? Du kannst dir den Weg sparen. Er hat das Paket nicht mehr. Er hat es in Korenis verkauft. Wo ist er? Hinterm Küchenhaus, an der Ecke. Ich mach ihn platt! Oh, das will ich mir ansehen. Das will ich mir ansehen. So, jetzt kann ich alles mal looten. Danke für... Die Waffe nehme ich mal besser an mich. So. Du hast es da wohl ziemlich gezeigt. Fühlst du dich jetzt besser? Du hast es da wohl ziemlich gezeigt. Fühlst du dich jetzt besser? Ja, das tat gut. Ich schätze ihm nicht so. Was geht der kleine Penner auch an meine Truhe? Und er raucht jetzt erstmal wieder ein. So. Kameradenschwein! Du hast Zeffer erzählt, dass ich sein Kraut genommen habe. Ja. Und wo ist das Paket? Wo ist das Paket? Was weiß ich? Machst du noch was anderes, außer zu rauchen? Manchmal lasse ich mich auch von rachsüchtigen Sumpfkraut-Junkies zusammenschlagen. Wie geil ist das? Okay, das habe ich jetzt mega gefeiert. Ey, aber das wollte ich mir definitiv reinziehen. Ist doch wahr. So. Und schon neue Aufgabe gefunden? Und? Schon eine neue Aufgabe gefunden? Bis jetzt noch nicht. Sag mir Bescheid, wenn du einen Job für mich hast. Hab ich bald wahrscheinlich. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. So, aber ich will jetzt erstmal irgendwie wieder Punkte bekommen. Boah, aber ey, mega, dass wir jetzt hier schon ein bisschen das Krautpaket. Vermutet, das Boot ist geschwunden. Sollte Cypher sein Paket mit Subkraut abnehmen. Vermutet, das Boot ist geschwunden. Das hat sich aber nicht aktualisiert. Schade.
Aber egal, in der nächsten Folge gehen wir nach Korinnes und quatschen nochmal mit Torben, dass Elbridge wieder da ist, oder Elbrich. Und ich will auch gerne schauen, dass wir vielleicht noch ein paar andere Mitglieder vom Kreis des Wassers finden. Und ja, wir haben jetzt tatsächlich auch einige Nebenquests doch noch geschafft, irgendwie zu lösen. Was ich nicht geglaubt hatte, dass wir das so schnell jetzt hinkriegen, nachdem ich ein paar eurer Kommentare gelesen habe. Aber vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.